Ja, willkommen zu Captain Chaos Flug zur nächsten Folge. Heute werde ich fliegen von Bremen nach Bremerhaven bei echten Wetterbedingungen um 6:45 Uhr abends. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ich habe mir jetzt einen Weser VOR schon zwischendrin ausgesucht. Also gehe ich hier auf den mal ein bisschen ranzoomen hier. So, Weser 112,90 hätte ich gedacht. Oh, und dann können wir hier switchen. Dann haben wir ja auch schon auf dem... Ich will auf Kurs 0 etwa. Will ich das anfliegen. Also sprich gen Norden. Genau. Und danach fliegen wir von da ab mit dem Kurs 330 weiter Richtung Bremerhaven. Hier können wir ja einfach mal am GPS mal die Übersichtskarte anmachen, ein bisschen reinzoomen, so, dass man ein bisschen was sieht, dass man zwischendurch mal verfolgen kann, wo ich lang knall. Genau, so, dann versuche ich mal jetzt hier loszufliegen. Ich habe leider kein Pushback-Plugin. Was es mir leider nicht ermöglicht, mich zurückstupsen zu lassen, so dass ich dann da ordentlich drauf gedreht wäre. Also selber Rückwärtsgang hatten wir nochmal nicht, aber ja, hier gibt es ja eh keine Kollision, also kann man im Notfall auch durch ein Gebäude durchknallen. So, ich glaube jetzt hier, wenn ich hier lang fahre, ist das nicht so verkehrt. Müsste ich zur Runway kommen. Ich baue ja nicht viel Platz. Keine große Fläche. Mal sehen, wie das heute klappt mit den echten Wetterbedingungen. Bislang habe ich damit ja nicht so richtig geile Erfahrungen gemacht. Ja, hier irgendwie... Oh, da blinkt schon was. Ach, schön. Oh, ja, meint schon, ich fahre ein wenig schnell. So, jetzt müsste hier ja eigentlich die Runway sein. Ja, mal zu. So, jetzt hier glaube ich jetzt rechts drehen und dann, oh, hier wird ja wohl keiner kommen. Ich fliege ja eh in meiner Welt alleine, von daher ist das kein Problem. So, oh, nicht schon zu Beginn overspeeden. So, und dann gehen wir mal den Moment, wo wir eure Flaps rausfahren. Schon irgendwie so als Probe-Idee ist das schon nicht so verkehrt. Ich gehe
weiter erstmal ein bisschen weniger. So. Und steigen wir mal auf 2000 oder 5000 Fuß oder so. Jetzt kommt er auch einmal rein, dann seht ihr, es kommt gen Zentrum, das heißt, ich bin auf Abfangkurs. Dass ich gleich voll auf Kurs 1-0-B-0-0-0 gehen kann. Thank you.
Nacht. Wie das eben so nachts geht. Okay, der zieht nach links. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich meinen Kurs verpeilt habe, weil ich den auch nicht halten kann. Was natürlich der Fall ist, selbstverständlich. Aber nebenbei müsste es auch Wind. Also jetzt, ich habe natürlich nie geguckt, wie der Wind ist. Thank you.
sagen, wo soll er jetzt nicht herkommen. So.
Preis heißt zu hoch. Okay. Und auch schön verkackt. Voll Flapsitz dazu. Gerade über Wasser oder was? Eis. Eis. Ja, die Strobe Lights hatte ich ja auch nicht ausgemacht. Nicht schön, aber beschissen. Aber gut. Hey, das war heute ja mal ein richtig kurzer Flug. So, wie komme ich denn jetzt hier runter? Da, rechts. Genau. Zum Flughafen Bremerhaven. Das sind ja eigentlich Gebäude. Stimmt nicht, oder? Wir keine Flughafengebäude im Flughafen Bremerhaven sein. Schade. Oh, da sind wir heute ja richtig zeitig mal wohin gekommen. Das ist ziemlich der schnellste Flug meinerseits gewesen sein zu einem Flughafen, den ich je gemacht habe. Wo ich den Flughafen nicht kenne. Aber leider konnte man diesen Flug lang auch fast nichts sehen. Bis auf ein paar Lichter. So. Jetzt geht das hier weiter und ich habe keine Ahnung, weil ich nichts sehen kann. Oh, wo fahre ich hin? Ja, ich fahre zwischendurch auf dem Acker, weil ich wieder geguckt habe, ich Ochse. Oh, ich glaube, hier kann man ganz toll parken. Ich glaube, hier kann man wirklich parken. Das wäre mal toll. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wünsche noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir noch Bremsen und Bremse zücken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.